Hi Leute, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge Robbery Rob. Folge 2. Und ich hoffe, wir spielen das Kapitel heute durch und fangen noch ein bisschen mit dem zweiten. Ja, gerade auch noch mal auf meinem Hey! Okay, jetzt geht's los mit dem Level. Crumble. Ah ja, ich habe übrigens deine Mega Battlers Folge zu Ende gesehen. Und wieso habt ihr geteamt mit dem Endermall? Wir haben nicht geteamt. Wieso? Wir haben getauscht. Wow, also habt nein, ihr ich hab. Wir haben nicht getauscht, ich habe ihm seine Workbench gegeben. Und wieso? Das weil ist doch er seine verloren hat. Und dann habe ich einfach gegeben, weil ich keine zwei brauche. Wieso gibst du? Und das ist doch einfach nur Vorteil für den anderen. Wieso gibst du überhaupt, fragt ich habe ja auch schon einen. Du willst doch gewinnen. Wieso gibst du? Aber ich habe hier schon einen Workbench. Das ist ja Teaming. Genau das ist ja eben Teaming. Wenn du jemanden gibst, was du gerade nicht zweimal brauchst. Das ist ja Teaming gerade. Gerade das ist ja Teaming. Okay, wollt zwei gegen einen machen? Komm her, ich box dich weg. Weil ich habe sowieso die besseren Sachen, das muss ich zugeben. Also. Weil das stimmt halt einfach wirklich. Der hat nicht mal ein Stück. Leute, und ich habe auch in deiner Folge gesehen. So unlogisch, frage ich mir. Wie hast du das bitte geschafft? Und du hast da unten in deiner Leiste gebratenes Fisch. Und du isst einfach dieses ungebratene Fleisch. Du könntest doch einfach mit der Spitzhacke einen Ofen machen. Also mit einer Spitzhacke Steine abbauen und so einen Ofen machen, frage ich mich. Wieso hast du nicht direkt einen Ofen gemacht und das gebraten und so gegessen? Soll ich sagen, warum? Warum? Weil ich dumm war. Ja, die Anspannung regt dann auf. Also man ist auch angespannt und dann checkt man halt einfach gar nichts. Aber ich wusste nicht, dass es so krass bei dir ist. Drum, drum. Ich hoffe mal nicht, dass die Aufnahme jetzt abstürzt. Boah, ich habe auch Bock auf den Livestream. Aber Dan Crumble Chaos TV Livestream, weil ich habe immer Bock auf Dan Crumble Chaos TV Livestreams. Wer hat bitte nicht Bock auf Dan Crumble Chaos TV Livestreams? Weiß nicht. Okay, das Level kann ein bisschen länger dauern. Wie ihr seht, das ist ein bisschen aufwendiger. Das Level, meine ich. Der guckt hinter mich. Guck, ich renne hier so. Der guckt da so nach hinten und ich bin hier und der sieht mich nicht. Der beste Hustanfall der Welt, Alter. Easy. Yeah. Und okay, nächstes Level. Boah, Alter, Leute, ich wollte noch mal was sagen. Nämlich auf meinem Kanal werden einfach Videos von Marvel und Adult Swim gepublished. Was ich richtig dumm finde. Weil einfach, wieso werden meine Videos gepublished? Wieso? Ja, ist auch gut. Ja, ist auch gut, aber nur. Ah, jetzt spiele ich gegen den, der mir geholfen hat am Anfang. Ja. Ich raub den jetzt aus. Ist der kleine Bastard, Alter. Digga, rastest du jetzt gleich aus, oder? Ja! Alter! Scheiße. Ey, der kommt hier hin! Junge, ich bin bei seinem Schlafzimmer. Ja, richtig gut gemacht. Ey, bitte geh irgendwo anders hin. Ja. Guck, ich kämpfe jetzt gegen den, der mir am Anfang geholfen hat. Das ist jetzt bist so der, du der oder der? Ich bin der. Der hat mir am Anfang geholfen, deswegen. Ich breche jetzt bei meinem kleinen Pastor. Passt.
Alter, wie der mich nicht bemerkt hat. What the? Der Bank ist raus! Ah, ich ruf jetzt die Polizei! Bei den kleinen Bastard! Ruf doch! Nein, wenn ich draußen bin, ruf. Ich ruf jetzt den Polizei, damit die den verhaften. Hast du? Nein, ich hab jetzt das Telefon von ihm geklaut. Für Polizei. Guck, der wurde jetzt verhaftet, der mich rausgeholt hat. Yes! Und ich hab das ganze Geld abgezogen. Ja, soll ich sagen, was das Dumme ist bei diesem Spiel? Was denn? Scheiße, wie viele Kapitel gibt's denn bitte? Ich dachte, es gibt nur 6 Kapitel. Und er gibt mich hier 20 Kapitel. Heiße Folge. Nein, Spaß. Ist doch scheiße. Ist auch voll kacke, weil ich baue jetzt voll lang. Kacke. Jetzt arbeite ich für den kleinen Typen, jetzt arbeite ich für den. Also, was für ein kleiner Typ! Ja, denke ich mir auch, also, was ist doch nicht klein. Ich muss jetzt einen Polizisten einbrechen. Okay, Leute. Brechen jetzt bei Polizisten ein, okay? Was sehr unlogisch ist. Die haben Kameras. Oh, Alter, guck mal, hier. Scheiße! Alter, sie ist voll schlimm. Tschüss! Ich versteck mich hinter diesem Teil! Hey, yo! Als ob der dich nicht da sieht! Junge, das Teil ist nur so 60 cm und ich bin anderthalb Meter, Junge. Ich bin anderthalb Meter. Nein! Du bleibst hier! Ich renn jetzt wieder weg und ich versteck mich wieder hinter dem Teil. Guck, du seht... Der hat mich. Der hat mich nicht. Der ist erschöpft. Ihr habt mich doch schon. Was können die noch machen, Junge? Warum bist du so langsam? Nein. Ich habe keine Ausdauer mehr. Aber ich habe jetzt ich habe jetzt ein bisschen Geld. Kann man nochmal die Sachen upgraden. Mal Command-Blöcke einfach bei dieser Map. Hier. OP-Goldäpfel. Ich hab eine Melone. Und was bringt das denn bitte? Bringt halt gar nichts. Und der tut so, aber er so cheatet. Und diese Sachen, die ich gerade hier im Inventar habe, die sind von mir. Nicht von der. Und dieser kleinen Mini-Kiste. Hey, vergiss das. Ich habe perfekte Lösung. Schau, ich wollte gerade lang gehen. Kamera hat mich so entdeckt, so viel. Ja. Juck mich nicht, los geht's. Der hat mich entdeckt. Jetzt verstecke ich mich. Der kommt mir gar nicht hinterher. Was für ein kleiner Bastard. Was für ein kleiner Bastard. Du bist auch ein richtig kleiner Bastard. Guck mal, wie gut man sich an dieser Wand festhalten kann. Also richtig. Seht ihr das? Seht ihr das? Das ist das Beste. Ich riskiere jetzt was. Perfekt. Komm, Polizist, der denkt mich doch. Ja, ich kann wieder upgraden. Ich mach Werbung. Soll ich Werbung machen? Was? Soll ich Werbung in deinem Video machen? Nein, mach bitte nicht Werbung in meinem Video. Mach bitte kein... Leute. Nein, Spaß. Ich werde zum Ninja am Ende des Spiels. Jetzt holt sich so klammer das Spiel auch nur, weil man hier einen Ninja will. Nein. Das muss ich nur denken. Nee, ich will das gerade nicht holen. Ich meine, wenn man da einen Ninja will. Scheißegal. Mein Shadow Fight 2 ist geil, nur Shadow Fight 3 ist nicht geil. Also ich finde das nicht so geil. Ich fand das mit diesen Schatten mehr. Schreibt einfach in die Kommentare, was findet ihr geiler, Shadow Fight 3 oder 2? Ja. Ich finde 2 geiler. Ich vor allem, weil ich das gehackt habe. Ja, wir beide haben das selber gehackt. Ja, weil es so einfach mehr Spaß macht. Weil man das Spiel trotzdem immer noch spielen muss. Man spielt das durch, aber nur, man kann nur alles kaufen.
Also man hat nur unendlich Geld, aber man spielt das immer, spielt das immer noch durch. Ist immer noch schwer, alle Sachen zu bekommen, weil man auch immer noch sterben kann. Ja, ja, man muss alles noch aufleveln und so. Mann. Du hast das Spiel hier auf deinem Tablet, ne? Mhm. Das hier. Ja. Aber ich habe mehr Autos freigeschaltet. Ja. Ich habe das ja auch länger. Mach noch ein Level, dann war es das mit der Folge. Aber ich habe von dem hier mehr. Bosskampf. Glaube ich. Oder hast du den? Nee, ich habe den schon. Den meine ich nicht. Und den habe ich schon. Den habe ich noch nicht. Den hast du. Nein, den habe ich noch nicht, aber diesen BMW habe ich. Ich hab, den habe ich. Die Leute denken sich gerade so. Ja. Ja, wo ist das Auto, was ich meine? Ah, das. Das. Ja, das habe ich noch nicht. Aber ich habe alle da. Da habe ich alle. Mir fehlt auch nur noch einer. Ja, ja, mir fehlt auch nur noch einer. Wo ist der? Ich habe auch fast alle von denen. Glaube ich. Du hast noch keinen Bugatti. Fast alle. Davon habe ich keine Ahnung, ob ich das habe. Die sind in der Stadt. Die sind in der Davon habe ich, glaube ich, alle. Ich muss, glaube ich, noch fahren. Glaube ich. Also, ich kann das ja nicht, jetzt nicht auswendig wissen, weil ich kann es halt auch einfach nicht. Ich frage mich, wo muss ich lang gehen? Wo man die hier kriegt. Wo? Muss das kaufen. Das. Mit Geld. Den Wagen muss man kaufen. Den Wagen muss man kaufen. Ja, also ey, ich hab mich getarnt. Jetzt können die sich denken so, ja, können die mal. Kann mich mal. Aber wenn ich renne, dann bin ich ungetarnt. Naja, wenn ich renne, dann bin ich ungetarnt. Also guck mal, ich tarn mich. Renne ich, dann bin ich ungetarnt. Ich tarn mich. Du bist jetzt ein Mensch, oder? Ja, ich bin jetzt einfach ein Polizist. Ach so. Also man zieht diese Kleidung von denen einfach nur an. Ah, wenn man Sachen stiehlt, dann verliert man auch seine Kleidung. Was kacke ist, finde ich. Mann, ich muss mir das abgewöhnen zu rennen, Junge. Weil ich renne jedes Mal. Ist egal, wo ich renne einfach. Jetzt renne ich garantiert. Warte. Oh. Jetzt. Was war das denn? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein, nein, nein. Junge, ich glaube, das war's mit dieser Folge. Ich beende das Video für ihn. Leute, das war's für die heutige Folge. Wie heißt das Spiel? Robbery Bob. Robbery Rob. Und ja, wenn ihr noch mal davon sehen wollt, dann lasst einfach einen Daumen hoch da und ja, dann sage ich mal ciao, Leute. Ja, ciao. Peace.